Weißstörche brüten gern in Kolonien. Brutbiotope wie das hier gezeigte mit freiem Landschaftscharakter werden bevorzugt. Teilweise treffen die Tiere auch einzeln bei den Nestern ein. In der Regel kommen zuerst die Männchen, die Weibchen folgen meist einige Tage später. Die Partnerin wird am Horst begrüßt. Der stattliche Horst des Weißstorches, er wird am Platz der ersten Begattung angelegt, wird Jahr für Jahr ausgebaut. Oft entstehen 4 Zentner schwere Burgen.